unglaublich. Das ist Hechtangeln im Winter. Schlafen alle noch, müssen leise sein. Das ganze Auto ist voll mit Tackle. Wir haben eine weite Strecke vor uns. Es geht für 4 Tage zum Hechtangeln. Ich warte jetzt noch auf meinen Kumpel Uwe, der begleitet mich bei der Tour. Bin gespannt. Moin Uwe. Alles gut? Guten Morgen. Er hat einen Hänger mit, das heißt nichts Gutes. Wir packen jetzt noch den Rest rein und dann sehen wir uns später auf der Autobahn und dann erzähle ich euch mal ein bisschen, um was es jetzt geht. Moin, moin! Es ist mittlerweile hell geworden. Wir haben die Hälfte der Strecke hinter uns. Wir sind gerade im Ruhrpott angekommen. Noch nicht unser Ziel. Es geht noch weiter nach Holland. 4 Tage Hechtangeln liegen vor uns. Das Wallerzeug ist eingemottet. In wenigen Tagen ist Weihnachten und die Winterzeit ist für mich immer so eine Hechtangelzeit. Wie auch in den vergangenen Jahren versuchen wir jetzt zur Winterzeit mit Deadbait-Montagen, toten Köderfischen, große Hechte ans Band zu bekommen. Gerade jetzt, die Jahreszeit ist prädestiniert dafür, weil sich die großen Hechte jetzt in den tiefen Wasserbereichen sammeln und dort noch den ein oder anderen Happen wegsnacken. Die Kühlbox ist voll mit Makrelen, Rotaugen, also wir haben wieder ein buntes Sammelsorium dabei und ich bin wirklich gespannt, was uns dieses Jahr erwarten wird. Videos zu den vergangenen Hechtwintertouren findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Es war ja bis jetzt alles dabei. Wir hatten Tage, da konnten wir 12 Fische am Tag fangen, mehrfach die Metermarke knacken. Letztes Jahr war so ein komischer Winter. Es wurde immer wieder warm und kalt. Der Luftdruck ging hoch und runter. Es war sehr schwieriges Angeln, aber da haben wir es dann nach 2 Blenktagen auch noch geschafft, einen guten Fisch ans Band zu bekommen. Bin mal gespannt, was dieses Mal ablaufen wird. Es geht jetzt erstmal nach Holland. Letztes Jahr waren wir auch viel an deutschen Gewässern unterwegs, aber diesmal wird der Auftakt dieser Videoreihe in Holland stattfinden. Ich habe 3, 4 Plätze mir auf Google Maps rausgesucht. Interessante Spots, die mit großen Seen in Verbindung stehen. Wir fahren jetzt mal rüber, schauen uns die Plätze an und werden mal schauen, wo wir landen. Wir haben jetzt noch circa 3 Stunden Fahrt vor uns. Uwe, mein Partner bei dieser Tour, und das ist auch das Tolle an Holland, der kauft sich gerade noch die aktuelle Angelkarte für das Revier, wo wir hinwollen, und die Nachtangelerlaubnis. Also das kann man alles ganz gemütlich über den FISPASS NL am Handy bewerkstelligen. Also da sind die Holländer sehr fortschrittlich. Mit einer großen Karte, also mit dem großen FISPASS, könnt ihr nahezu alle Gewässer beangeln, die euch gefallen. So, jetzt konzentrieren wir uns noch ein bisschen aufs Autofahren. Wir sehen uns später wieder, wenn wir am Wasser ankommen. Von den Außentemperaturen sind wir jetzt hier bei der 5-Grad-Marke angelangt. Wir brauchen kaltes Wetter und ich hoffe, das Wetter bleibt jetzt auch konstant kalt die nächsten Tage. Meinetwegen kann es auch schneien oder regnen, das ist egal. Nur es darf jetzt nicht wieder plötzlich warm werden. Dieses Problem hatten wir ja letztes Jahr, weil wenn dann der Luftdruck hoch und runter geht, werden die Fische wieder ein bisschen rammdösig.
verlassen ihre Winterplätze, ziehen umher. Aber wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass es klappt, dass wir richtig kalte Temperaturen am Wasser haben. Und ich denke, dann werden unsere stinkenden Makrelenfetzen auch die Wintermuttis ans Band bringen. Im Radio wird jetzt auch die Weihnachtszeit angekündigt. Schon Wahnsinn, während die anderen den Baum schmücken, gehen wir noch angeln. Momentan kommt das ganze Wasser noch als Regen runter. Und vielleicht, die Wettervorhersage sagt ja, es sollte noch kälter werden, erleben wir noch kurz vor Weihnachten die weiße Pracht auf unseren Hechtrouten. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem kalten, winterlichen Holland. Passiert ist noch nicht viel, wir sind sehr viel herumgeirrt, haben uns verschiedene Häfen, Zuläufe, tiefe Rinnen angeschaut und konnten uns aber irgendwie nicht so richtig entscheiden, was das Richtige für uns ist. Das Zelt steht jetzt mittlerweile, wir haben es uns gemütlich gemacht, die Zeltheizung läuft. Es ist schweinekalt, aber ich denke, wir haben einen interessanten Spot gefunden. Die Routen sind jetzt noch nicht vorbereitet, war alles zu spät, wird einfach zu früh dunkel. Ja, wir haben jetzt 18 Uhr, stockdunkel hier wie nachts. Kommen jetzt erstmal zur Ruhe. Waren ja lange auf den Beinen. Ich koche jetzt noch uns einen schönen weihnachtlichen Wildgulasch. Dazu gibt es ein paar Knödel. Und morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, die meisten Hechte, die wir in den vergangenen Jahren beim Deadbaiten im Winter fangen konnten, kamen alle bei Tageslicht. Deswegen machen wir uns jetzt gar keinen großen Stress. Kommen wir zur Ruhe, kochen uns was Leckeres und morgen früh geht es dann vorwärts. Es gibt Wildgulasch von meinem Freund und Angelpartner Dieter Schäfer, Gasthaus zur Linde. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr mal richtig lecker essen wollt, besucht mal den jungen Mann. Der hat uns hier eine schöne Portion eingepackt. Das machen wir uns jetzt warm und dazu gibt es Knödel. Ich glaube, das nennt man Serviettenknödel. Die sind in so einer langen Wurst aufgerollt. So sieht das Teil hier aus. Und die werden wir uns jetzt in schöne Stücken schneiden, mit dem Gulasch rein, erhitzen. Besser kann es eigentlich gar nicht gehen, oder? Beim Hechtangeln im Winter. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt genauso gut geschlafen wie wir. Wir sind topfit, mega ausgeruht und jetzt wird es allerhöchste Zeit, die Hechtruten ins Wasser zu bringen. Ich dreh durch, das darf nicht wahr sein, ey. Ich hab die Swinger vergessen. War da noch irgendwo eine schwarze Tasche am Auto gelegen? Also nicht, dass ich wüsste, ich habe nichts mehr gesehen. Das darf nicht wahr sein. Vor lauter Stress und Packerei gestern Nacht bei mir zu Hause, alles im Dunkeln husch husch ins Auto geschmissen. Ja, ist natürlich wieder
wichtigste oder ein wichtiger Gegenstand fürs Hechtangeln jetzt im Winter, fürs Deadbaiten, zu Hause geblieben. Meine Swinger, die den Fallbiss und den Hebebiss anzeigen, ist ja ganz wichtig, dass der Fisch nicht in die Bremse läuft, sondern ganz leicht nach der Köderaufnahme Schnur bekommt. Und dafür sind diese Fall- und Hebebissanzeiger, die man an den Bissanzeiger vorne dran hängt, immens wichtig. Ja, sind auf jeden Fall nicht in meiner Tasche. Und das ist richtig. Hast du noch welche mit, Uwe? Also ich muss gucken, aber ich glaube, wenn dann 3 Stück. Drei aber, im ja. Auto? Ja. Holst du die mal? Drei Stück hat der Uwe, die müssten am Auto liegen. Der hat irgendwas mit, was wir da dranhängen können. Und ich brauche jetzt einen Plan B. Unser Gulasch. Also ich will natürlich nicht den Gulasch dranhängen, aber ich habe eine Idee. Ich will auch nicht den Teller dranhängen. Nimm den Löffel. Nach dem Auswerfen hänge ich den in meine Schnur. Vom Gewicht her ist es auf jeden Fall so schwer, dass er am Boden liegen bleibt und der Wind ihn nicht hochreißt. Probier mal aus. Mal schauen, wenn der Uwe jetzt vom Auto zurückkommt, ob der was hat, was wir als Zwinger noch benutzen können. Echt saudoof, ey. Genau das vergessen. Aber so ist es oft. Ich war mal vor 2 Jahren war das zum Karpfenangeln in Frankreich mit dem Faltboot. Bin dort angekommen, ja, und merke, wie ich aufgebaut habe. Ich habe keine Paddel mitgenommen. Das war ein Scheiß. Ja, und 600 Kilometer gefahren, Faltboot schön auf dem Dach, aber keine Paddel, um zu paddeln. War natürlich beste Voraussetzung dann zum Karpfenangeln. Aber hier kriegen wir jetzt, finden wir irgendeine Lösung. Hast du was gefunden? Ja, guck mal. Ich habe dreimal dabei. Ich denke, da können wir irgendwas machen. So ein paar Hänger hat er im Auto gefunden, aber der Anschluss passt nicht. Hast du die Aufnahmen dafür mit? Nee, leider nicht. Die hängen alle auf dem Rodpot. Die hängen bei ihm zu Hause auf dem Rodpot. Diese Aufnahme wird, ich schaue jetzt mal, ob bei meinen Zwingeraufnahmen das drauf geht irgendwie, aber ich glaube, das wird nichts. Wie ich vermutet habe, die Teile hier passen in die Aufnahmen, die Zwingeraufnahmen von meinem Carbsounder hier nicht rein. Dann bauen wir uns provisorisch was zusammen. Es geht ja jetzt einfach nur darum, dass dieses Teil am Bissanzeiger hängt und hoch und runter geht, wenn Fischkontakt am Köder ist. Uwe, kannst du mal gucken, ob wir Schnur oder irgendwas oder Kabelbinder mit haben? Ja. Ist vielleicht optisch nicht die schönste Lösung, aber es funktioniert, es erfüllt seinen Zweck und darauf kommt es an. Und jetzt kommen die Ruten raus. Hat auch super funktioniert mit dem Suppenlöffel. Man muss einfach ein bisschen erfinderisch sein. Das macht die ganze Sache ja auch spannend. Es kommt ja öfters mal vor, dass man beim Angeln was vergisst. Und dann ist halt Improvisation gefragt. Und ich denke, der Suppenlöffel wird seinen Dienst verrichten als Bissanzeiger in unserer Schnur. 6 Ruten dürfen wir angeln. Dann haben wir 3 Swinger vom Uwe, 1 Löffel. 2 Sachen fehlen dann noch. Naja, dann nehmen wir noch eine Gabel und ein Messer oder irgendwas. Ne, schauen wir mal. Vielleicht setzen wir auch noch eine Schwimmermontage ein. Ich schätze mal oder denke mal, dass wir vielleicht erstmal 4, 5 Grundrouten setzen und eine Schwimmerroute. Und dann mal probieren, auf was die Hechte stehen. Mit den Grundrouten präsentieren wir unseren Köder direkt am Boden. Und mit der Schwimmerroute werden wir knapp über Grund einen schönen dicken
Köder präsentieren. Löffelrute, da wo wir den Löffel umfunktioniert haben als Swinger, um sofort einen Biss anzeigen zu können. Der erste Fisch. Das ist der Wahnsinn, wie das hier startet. Der Makrelenschwanz hat ihn gebracht. Ja, das ging schnell mit dem ersten Fisch. Und jetzt kommt auch der Hunger und die Kälte zieht rein. Und wir werden uns heute Mittag mal was ganz Extravagantes machen. Eine Hühnersuppe mit frischen Maultaschen. Das ist doch ein richtiges Hechtangler-Frühstück, kann man eigentlich sagen. Ja. Es ist zwar jetzt schon 13 Uhr, aber gegessen haben wir noch gar nichts. Die Ruten sind alle draußen. Eine Aktion, Fisch gefangen und bis jetzt ist wieder Ruhe im Karton. Aber das ist das Hechtangeln im Winter. Kann jederzeit so eine dicke Mutti einschlagen hier. Bin mal gespannt. Die Nachmittagsphase, ob da noch einer kommt. Aber es hat sich wieder bewahrheitet. Gleich früh morgens raus, wenn die Sonne aufgeht, da sind sie am aktivsten. Jetzt gibt's Habba Habba. Den ganzen Sud lassen wir jetzt ein bisschen ziehen und dann mit der Zeit wird es auch etwas appetitlicher aussehen. Ja, und dann machen wir es uns wieder schön warm. Es zieht jetzt hier richtig die Kälte rein, aber das will man auch erwarten im Dezember. Aber die Kälte, solange die mit uns ist und je kälter es wird, denke ich, desto hungriger werden auch die richtig dicken Hechte hier. Mit der hereinbrechenden Dunkelheit setzen wir an allen Montagen nochmal frische Köderfische ein. Dabei setzen wir auf heimische Fischarten, welche wir auch teilweise mit Duftstoffen garnieren, und Stücke von Salzwasserfischen, wie zum Beispiel extrem duftende Makrelen, kommen zum Einsatz. Wir haben die Ruten jetzt zur Dunkelheit hin am zweiten Abend alle nochmal neu geworfen. Ein paar Köder haben wir mit Duftstoff besprüht, vielleicht bringt es was. Nach dem 95er, heute früh gleich im Hellwerden, keine Aktion mehr. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt geht es richtig los, aber den ganzen Tag null, also kam überhaupt nichts mehr. Wir haben jetzt zur Dunkelheit hin immer alle Köder frisch gemacht. Vielleicht kommt ja doch noch ein Fisch heute Nacht, vielleicht sammeln die richtig dicken jetzt doch nachts. Aber in der Vergangenheit war das halt nie richtig gut, die Dunkelheit. Tageslicht war immer besser. Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass jetzt hier im Hafen
oder in der Hafeneinfahrt ein bisschen Ruhe einkehrt. Wir haben viele große Schiffe jetzt gehabt, die über unsere Montagen drüber gepoltert sind. Ich weiß nicht, ob das den Winterhechten so gefällt, aber nur der Versuch macht klug. Schauen wir mal, ob unsere Löffelmontagen nochmal zum Erfolg führen. Es wird hier richtig kalt jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Atem sehen könnt. Meine Nase ist dazu, ich bin leicht erkältet. Aber was nimmt man nicht alles in Kauf für vielleicht einen dicken Hecht kurz vor Weihnachten? Ja, wie sagt man so schön, zu früh gefreut. Eben poltert der nächste vollkommen überladene Kahn hier über unseren Angelplatz. Aber so ist es halt, ja, wenn man Hafeneinfahrten zumacht. Wir müssen definitiv jetzt im Winter in diesen tiefen Bereichen hier angeln, wo die Fische sich eventuell zurückziehen, um die richtig dicken Wintermuttis ans Band zu bekommen. Und da ist natürlich klar, wenn man eine Einfahrt von einem großen Schiff angelt, dass das große Schiff eventuell auch kommen kann. Die Ruten fangen schon an zu pfeifen hier. Naja, vom Regen in die Traufe. Aber alles wird gut. Vielleicht hat sie aber was für sich. Das Schiff wirbelt jetzt den Grund noch mal ein bisschen auf. Unsere Makrelenfetzen und Rotaugen wirbeln da rum. Und vielleicht werden dadurch die dicken, trägen Winterhechte aktiv. Bekommen wir einen Volleinschlag. Kurz vor Mitternacht kommt der nächste Biss. Der Fisch nimmt langsam, aber kontinuierlich Schnur von der Rolle. Der Anhieb sitzt und ich spüre direkt starke Gegenwehr. Ein riesiger Hecht taucht im Schein der Kopflampe vor dem Kescher auf und ich bekomme wirklich zittrige Knie. Der Riese hatte den Makrelenfetzen komplett weginhaliert. Die Schwanzflosse des Fisches überdeckte meine komplette Handfläche. Unglaublich. Das ist Hechtangeln im Winter. 1,15 Meter. Bin mega happy. Schaut euch dieses Brett an. Ja! Geil. Genau deswegen sind wir hier. Winterangeln mit Deadbaits. Und der darf jetzt direkt zurück.
Und genau aus diesem Grund, weil man hier Hechte legal zurücksetzen darf, gibt es hier so Riesenfische. Hey, it's amazing, the subtle games that you are playing. You don't even know I exist. You've got me on your dead list. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier in unserer gemütlichen Hechtbehausung. Ja, eine Wahnsinnsnacht liegt hinter uns. So wirklich damit gerechnet hatte ich eigentlich nicht, dass nachts die richtig dicken jetzt plötzlich einsteigen. Wirklich verrückt, kein Fisch unter einem Meter und die Krönung der Meter 15er. Ich habe mich mega gefreut. Aber das ist, glaube ich, der beste Beweis, wie erfolgreich dieses Winterangeln jetzt mit Fischfetzen am Grund ist. Und das Ausharren hier in der Kälte macht sich in dem Fall wirklich bezahlt. Es sind kaum andere Angler jetzt am Gewässer unterwegs. Wir haben vorhin noch einen Bootsangler gesehen, der ist mal kurz hier an unserem Platz vorbeigehuscht. Aber ich denke, es ist jetzt auch schwer mit einer aktiven Angelmethode die Fische ans Band zu bekommen. Die sind einfach nur träge, liegen an den tiefen Punkten, wo wir unsere Deadbaits präsentiert haben und sammeln dann so ein paar leckere Happen ein. Dadurch, dass wir tagsüber so gut wie keine Aktion hatten und in der Dunkelheit, also nachts, dann die Fische das Fressen begonnen haben, werden wir heute mal ein bisschen füttern. Also wir haben ja einiges an Fischfetzen dabei. Wir werden ein paar Fische zerschneiden und diese an unserem Spot verteilen, um einfach die Fische, wenn es heute wieder so sein sollte, wenn heute tagsüber wieder nichts passiert und dann aber nachts die Jungs dann eher auf Beutezug sind, länger am Platz halten zu können. Ich denke, wenn er da überall ein paar Happen findet, fängt er an zu sammeln, wird animiert, überall ein paar kleine Beutehäppchen und bleibt dann hier länger an unserem Spot stehen und findet dann vielleicht auch einfacher unsere Hakenköder. Bin wirklich gespannt, ob wir tagsüber jetzt eine Aktion kriegen oder ob sich das alles momentan nur auf die Nacht verlagert. Zum Anfüttern der Winterhechte nutze ich Makrelen und Süßwasserfische, welche ich in kleine Happen zerschneide. Das riecht schon heftig. Das ist das richtige Rubby-Dubby hier für die Winterhechte. Probieren wir es mal aus, ob wir durch Anfüttern die Fische hier am Platz halten können. Und dass sie dann hoffentlich heute Nacht wieder hier auf unsere Futterspur treffen und die Fetzen aufsammeln. Wir haben jetzt 13 Uhr, tagsüber keine Aktion, gar nichts passiert jetzt. Gespannt, ob die nächste Nacht genauso erfolgreich wird wie die letzte. Das war ja der Wahnsinn. Wir haben jetzt hauptsächlich Makrelenschwänze draußen, aber ich habe ein schönes Sammelsurium mitgebracht und hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Schuppenkarpfen. Das ist eine schöne Ködergröße, also auf jeden Fall im Winter nicht zu klein angeln. Je größer der Happen, desto größer der Hecht. Den ritzen wir hier an der Seite noch schön ein. Stechen wir die Schwimmblase noch kaputt, dass er unter Wasser nicht auftreibt. Jetzt haben wir hier unser Doppelhakensystem. Der hintere Haken kommt immer hinten in die Schwanzwurzel.
Den vorderen setzen wir hier vorne kurz vor den Kopf. Und was beim Walleangeln hilft, dürfte ihr eigentlich beim Hechtangeln nicht schaden. Ich habe immer meine beiden Sprays hier dabei. Stinky Calamari und Smelly Fish. Riecht richtig extrem, das Zeug. Und vielleicht jetzt hier in den tiefen Gefilden, wo die Hechte so träge sind, bringt das nochmal einen zusätzlichen Beißreflex oder lockt die Fische. Genau da, wo wir vorhin unsere Fischfetzen angefüttert haben, werden wir den Happen jetzt hier ablegen und in dem Fall auch gar nicht weit rausgehen. Wir sind hier genau auf so einer Keimauer drauf. Es geht direkt tief runter und an diese Kante legt man den Happen und ich denke, dass da vielleicht der nächste dicke Winterhecht vorbeikommt. Nach einigen Stunden Wartezeit macht sich unsere Futteraktion bereits bemerkbar. Tipptopp, unsere Winterhechte laufen. Auf jeden Fall. Der Hecht hat eben richtig gekotzt hier auf der Abhackmatte. Unsere Fütteraktion trägt Früchte. Ein Meter Fisch nach dem anderen. Es ist unglaublich hier. Wir waren zu diesem Zeitpunkt mit unseren Fängen schon mehr als zufrieden und ahnten keineswegs, welche grandiose Fischerei uns in den nächsten Stunden der hereinbrechenden Nacht bevorstehen sollte. Es ist wirklich unglaublich. Kaum wird es dunkel, ist jetzt 16:30, kriegen wir wieder Aktion. Wichtig ist jetzt, dass ihr den Fisch erstmal ziehen lasst, also sofort die Rolle aufmacht. Er geht. Bremse einstellen. Und auf. Das ist doch der Wahnsinn, was wir hier erleben dürfen. Fisch on. Der Köder lag jetzt den ganzen Tag. Keine einzige Aktion. Und kaum wird es dunkel, kommen die Hechte. Entweder ziehen sie in den Hafen rein oder raus. Oder unser Futter wirkt jetzt. Fakt ist, es läuft. Kaum wird's dunkel, geht's los, das Spektakel. Toller Fisch. Aber bisher der kleinste, den wir fangen durften. Also langsam machen sich hier die Spuren bemerkbar. Die ganzen Finger sind offen, die Hechte schlitzen uns so die Hautschichten auf. Die Finger sehen echt aus wie frisches Met an so einer Fleischtheke. Und wir haben da ein ganz cooles Pflaster dabei, das habe ich von meinem Kumpel Sven Müller bekommen, vom Quantum Raubfischteam von der Firma Cederrot. Und das ist ein Tape. Seitdem ich das erste Mal Hechtangeln war und die Finger offen hatte,
nutze ich das. Sollte in keiner Angelkiste fehlen. Legt ihr einfach über die Wunde. Schützt dann die Wunde, dass keine Bakterien reinkommen. Verklebt sich selber und ist wasserresistent. Legt sie schön eng am Daumen an, schnürt nicht ab, wie das sonst so Heftpflaster machen. Und die nächste Mutti kann kommen. Ein Daumen ist noch frei. Schöner Tee. Minztee hilft. Bei dem kalten Wetter ist wirklich schweinekalt. Bei mir zu Hause, meine Freundin hat es vorhin gemeldet, schneit es mittlerweile. Da haben wir hier noch Glück. Schnee ist noch keiner unterwegs, aber wir sind schon wieder deutlich im Minusbereich. Alles friert draußen zusammen und wir haben jetzt vielleicht eine Stunde Licht weg, ne? 18 Uhr. 18 Uhr, komplett dunkel. Es gibt viele schöne Seiten am Winterangeln, aber so diese lange, dunkle Phase von 18 Uhr bis morgens um 8 in der Bude hocken hier. Aber wir führen gute Gespräche. Und das Tibi. Und im selben Moment kündigt die Funkbox den nächsten Hechtbiss an. Jetzt läuft die Route ab, die wir vorhin mit dem kleinen Schuppenkarpfen gedrängt haben, die wir am Ufer abgelegt haben auf unserem Futterplatz. Wahnsinn, Wahnsinn! Alter, was ein Brett, was ein Brett! Unglaublich, wieder eine Metermutti. Der Daumen ist schon am Arsch, ich ziehe mir jetzt mal Handschuhe an. Wo ist die Zange? Ist die hier? Hier ist unser kleiner Schuppenkarpfen, komplett weggeballert. Und der hängt richtig. Wenn man sofort beim Hechtangeln anschlägt, wie wir es hier tun, nachdem der Fisch gebissen hat, hängen die Fische alle im vorderen Bereich. Wir wollen sie auch zurücksetzen, und dass sie keinen Schaden nehmen. Und das stinkt immer noch nach dem Black Catch Spray. Also auch Süßwasserfische fangen Meterhechte. Einfach mal sowas aufheben, Jungs, einfrieren und wenn der Winter kommt, raus damit. Das mit den Schiffen ist heute Nacht richtig heftig. Da kommt eins nach dem anderen jetzt hier rein in den Hafen. Wir haben jetzt alle Routen nochmal neu geschmissen. Aber wer weiß, für was es gut ist. Mit Sicherheit wird hier richtig jetzt der Grund aufgewirbelt und Nahrung freigespült. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir hier nachts auch gerade so gut abräumen. Tagsüber ist hier gar nicht so viel Schiffsverkehr. Das geht nachmittags los. Jetzt heute ins Dunkel werden rein, gleich zwei Fische hintereinander, auch nach einem Schiff. Aber es ist halt richtige Aktion, richtige Arbeit. Hörst die Schraube brummen, rennst aus dem Zelt raus, musst die Ruten reinholen, damit sie nicht vom Schiff angesaugt werden und dir alles wegballert. Schauen wir mal. Bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Und da ist schon der nächste Piepser gewesen. Aber es bleibt erstmal auch bei dem Piepser. Da liegt was in der Luft heute Nacht. Und ich habe ja später noch eine mega Überraschung für meinen Freund Uwe. Das weiß der noch gar nicht. Aber ich habe zwei richtig dicke Rumpsteaks
mir mitbringen lassen. Eingelegt mit Knoblauch, mit Gewürzen. Ganz feines Zeug, allererste Sahne, sage ich da bloß. Von meinem Freund und Angelpartner Dieter Schäfer, Inhaber des Restaurants zur Linde. Müsst ihr mal hin. Und die werden wir heute Abend grillen hier. Da freue ich mich mega jetzt drauf. Gestern nach der Nudelsuppe gibt es heute mal wieder Fleisch. Fleisch, diese Stärke. 300-400 Gramm. Daumen hoch. Hechtdaumen hoch dafür. In dieser Nacht nimmt die Kälte extrem zu. Alles ist mit einer dünnen Eisschicht überzogen. Wenn es dunkel wird, friert hier alles ein. Ist alles gefroren hier. Aber ich denke, genau das ist jetzt auch die Phase, wo die großen Fische Kohldampf schieben und wir an der richtigen Stelle sind. Und für die nächsten Tage ist auf jeden Fall kein besseres Wetter gemeldet. Und das ist auch gut so. So, und jetzt machen wir mal einen Grill an. Der Uwe weiß noch gar nicht, was es gibt. Der wird gleich richtig gucken. Heute Nacht läuft's. Der will schon wieder Big Ones fangen. Er hat genug gefangen. Was soll das? Während hier draußen alles komplett einfriert, bereiten wir unser Abendmahl vor. Und der Uwe, dafür, dass er ein geiles Rumpsteak gleich bekommt, ist zum Zwiebelschälen verdonnert worden. Und falls ihr mal auf die Idee kommt, euch beim Winterangeln so ein paar schöne angebratene Zwiebeln zu eurem Rumpsteak zu machen, nehmt kein Olivenöl mit. Denn das ist komplett gefroren. Das können wir jetzt mal hier aufschrauben, die Pulle. Dann könnt ihr mal sehen, was ihr davon habt. Nix. Das ist kompletter Eisklumpen. Und genau so müssen gute Rumsticks aussehen. Das schaut doch gut aus, oder? Ich würde sagen, das passt doch für am Wasser zubereitet. Mega lecker. Der sieht gut aus. Steht schön, schwer in der Route. Mega, mega happy bin ich. Guckt euch dieses Teil an. Werden richtig fett die Teile. Geile Zeichnung, richtig geiler Fisch. Genau deswegen sind wir hier. In dieser grandiosen Nacht sind die Außentemperaturen extrem in den Keller gefallen und am kommenden Morgen war alles vereist. Sogar die Uferbereiche dieses riesigen Binnengewässers waren zugefroren.
Bei wärmenden Sonnenstrahlen zur Mittagszeit bekommen wir den nächsten Biss. Und dieser Hecht war das i-Tüpfelchen dieser grandiosen Winterfischerei. Der riesige Hecht passte kaum in den Kescher. Schaut euch diese Mutti an. 1,19. Ein richtiges Winterbrett. Krasse Fische, wirklich krasse Fische. Das Setup für das Hechtangeln im Winter, für das Deadbaiten, für das Grundangeln auf große Hechte ist eigentlich relativ einfach. Mit nur ganz wenigen Bestandteilen könnt ihr euch eine ganz fängige Montage selbst zusammenbauen, die ihr sowohl vom Ufer super werfen könnt oder auch mit einem Boot an einem Hotspot ablegen könnt. Also das System ist für beide Angelmethoden universell einsetzbar. Ich habe euch hier mal ein System vorbereitet, das wir gerade fischen. Hier seht ihr das. Das ist ein Makrelenschwanzstück mit einem Doppelhakensystem. An einem 60 cm langen und ganz weichen Mr. Pike Camo-Leader Vorfach. Das ist ein ummanteltes Stahlvorfach. Dann kommt ein Wirbel, eine Gummiperle, der Mr. Pike Ledger Boom, an dem das Blei an einem Safety-Wirbel eingehangen wird. Und das ist schon die ganze Zauberei. Aber eins nach dem anderen, ich erkläre euch mal in aller Ruhe, wie es zusammengebaut wird, welche Montageteile ihr genau braucht. Anfangen wollen wir mal bei den Ruten. Ich habe hier zwei aktuelle Modelle, die ich sehr gerne fische, dabei. Hier seht ihr die neue Mr. Pike Classic Master. Ist so eine Oldschool-Hechtrute, ein stylischer Korkgriff, ein durchzogenes Powerhandle, richtig große Weitwurfringe, damit auch schwere Köder richtig weit geworfen werden können. Die Rute hat eine Länge von 3,60 m und ein Wurfgewicht von 175 Gramm. Das ist eine richtig schöne Universalrute für das Hechtangeln mit diesen Deadbait-Systemen, aber auch fürs Posenfischen. Die zweite Rute, die ich hier habe, ist die Classic Bank. Eine ganz stylische, in Schwarz gehaltene Rute, ohne viel Schnickschnack dran. Könnte auch eine Karpfenrute sein, also sieht richtig edel aus, das Teil. Hat auch eine Länge von 3,60 m und ein Wurfgewicht von 200 Gramm. Auf beiden Rutenmodellen habe ich eine große Stationärrolle montiert. Beide Stationärrollen sind mit einer 40er Mono bespult, sind ca. 300-350 Meter drauf. Das reicht für alle Situationen. Und ganz wichtig, bevor es jetzt losgeht mit dem Montagenbau, ist Folgendes, ist eine Schlagschnur. Eine 40er Schnur, die wir hier als Hauptschnur verwenden, kann schon viel ab. Aber ich gehe lieber eine Nummer sicher. Beim Deadbaiten, beim Grundangeln auf Hecht, präsentieren wir unsere Montage direkt am Gewässergrund. Wir angeln auf Muschelbänken, wir angeln nahe der Steinpackung, wir angeln an abfallenden Kanten, wo überall Hindernisse im Wasser sein können. Und deswegen montiere ich als erstes eine 50er Schlagschnur auf meine 40er Hauptschnur. Die Schlagschnur wird mit einem doppelten, sich gegeneinander zusammenziehenden Schlagschnurknoten verbunden. Der ist eigentlich relativ einfach. Ich denke, den kennt ihr auch, wenn ihr schon mal auf Karpfen geangelt habt oder Meeresangeln gemacht habt oder auch beim Spinnfischen. Ihr legt beide Schnüre gegeneinander. Ich fange jetzt mit dem dickeren Ende an, die zurückzulegen. Gehe fünfmal zurück. Feuchte das Ganze an,
ziehe das langsam zusammen. Jetzt lege ich meine Hauptschnur in den Bogen zurück. Gehe 6-mal jetzt zurück, also mit der dünneren Schnur immer einmal mehr wickeln als mit der dickeren. Anfeuchten, zusammenziehen. Jetzt ziehe ich beide Schnüre gegeneinander und schneide die überstehenden Enden ab. Das ist wichtig, dass ihr sie schön kurz abschneidet, damit später beim Wurf, beim Auswerfen des Köders, dieser Knoten nicht in euren Ring stört und reibt und ihr dadurch Wurfweite verliert. Zack. So sieht's aus. Jetzt spule ich mir 3 Rutenlängen in der Regel auf meine Rute drauf und schneide meine Schlagschnur ab. Als erstes auf meine Montage kommt jetzt der Ledgerboom. Den habe ich euch ja vorhin schon mal kurz gezeigt. Ich zeige ihn euch jetzt mal hier in der Verpackung. Das ist ein ganz tolles Teil. Das ist sowas wie ein Abstandhalter. Kennt ihr vom Fiedern oder vom Karpfenangeln, damit sich das Blei nicht um die Hauptschnur wickeln kann beim Werfen. In Verbindung mit einem Auftriebskörper. Beim Grundangeln auf Hecht ist es ja ganz wichtig, dass der Hecht nach der Köderaufnahme keinen großen Widerstand spürt. Den Köder nimmt und schwimmt langsam weg. Und wenn dann irgendwo was hakt, merkt er sofort die Gefahr, hier stimmt was nicht, und spuckt alles wieder aus. Und das soll dieser Ledgerboom verhindern. Hier auf der Zeichnung seht ihr mal, wie es funktionieren soll im Wasser. Aber ich denke, ich kann euch das viel besser so erklären. Der wird als erstes auf eure Schlagschnur aufgezogen. An der oberen Seite ist dieser Schwimmkörper mit einer Tragkraft von 10 Gramm. An der unteren Seite ist dieser Sicherheitswirbel. An diesen Sicherheitswirbel wird jetzt euer Blei eingehangen. Das Bleigewicht ist immer abhängig von dem Platz, von dem Revier, wo ihr angelt. Wenn ihr jetzt in einem See angelt, wo überhaupt keine Strömung ist und nicht weit draußen angelt, reichen hier schon 40, 50 Gramm. Wenn ihr strömende Bereiche habt oder vielleicht sogar Schifffahrt, wie es an unserem Platz hier gerade der Fall ist, solltet ihr höhere Bleigewichte einsetzen. Wir setzen hier jetzt Bleigewichte bis zu 160 Gramm ein. Einfach damit die Montage nach dem Auswurf auch sicher am Hotspot liegen bleibt. Und jetzt erkennt ihr auch schon sehr schön die Funktion, die der Ledgerboom später an eurem Angelplatz, also wenn der Köder am Grund angelangt ist, übernehmen soll. Das Blei liegt am Gewässergrund. Der Ledgerboom stellt sich genau darüber auf und führt dadurch auch eure Hauptschnur über den Grund, dass sie nicht direkt Berührung hat mit Muscheln, Steinen oder irgendwelchen Hindernissen. Nachdem ihr den Ledgerboom jetzt auf eure Schlagschnur aufgefädelt habt, kommt eine Gummiperle zum Einsatz. Ganz normale Gummiperlen, die sind ganz wichtig, damit der Ledgerboom später nicht auf den Knoten zu eurem Wirbel knallt. Wird draufgeschoben und jetzt kommt schon der Wirbel, das Bindeglied zwischen eurem Vorfach und eurer Schlagschnur. Ich nutze hier sehr gerne diese Quick Change Wirbel. Das sind Wirbel, in denen ihr das Vorfach ganz schnell aus- und einhängen könnt. Eine ganz tolle Qualität haben die Teile, 16 Kilo Tragkraft, also hier solltet ihr auf jeden Fall keine Kompromisse machen, denn sonst löst sich vielleicht bei einer dicken Mutti was auf. Hier seht ihr, wie diese Teile aussehen. Es ist einfach oben so ein verdrehter Draht, in den ihr später ganz schnell euer Vorfach aus- bzw. einhängen könnt. Den Wirbel befestige ich an meiner Schlagschnur mit einem ganz normalen Blutknoten, den sollte eigentlich jeder Angler kennen. Schnur durchlegen, 7-mal um die eigene Achse nach oben wickeln. Anfeuchten, durch die Öse hier unten mit dem Schnurende durchgehen und zusammenziehen. Das überstehende Ende wird abgeschnitten. Und jetzt ist ein Großteil eurer Montage schon fertig. Jetzt kommen wir zum Vorfach. Angler basteln ja sehr gerne, da gehöre ich auch dazu. Und immer wenn ich zu Hause bin, nicht am Wasser, bastel ich mir unterschiedlichste Vorfächer zum Hechtangeln. Hier, das ist meine Vorfachtasche. Sieht ein bisschen katastrophal momentan da drin aus. Hängt auch ein Gummifisch mit drin, der hat eigentlich nichts verloren. Ansonsten habe ich hier jetzt
U-Posensysteme drin zum Hechtangeln und meine Bodenvorfächer für das Grundangeln mit den Deadbaits. Wie diese Vorfächer gebaut werden, werde ich euch jetzt nicht zeigen. Das habe ich schon ein paar Mal auf meinem YouTube-Kanal euch vorgeführt, die ganzen einzelnen Schritte. Also wer da Interesse hat, wie diese ganzen Bestandteile zusammengebaut werden, schaut sich mal bitte meine anderen Hecht-Videos an. Da seht ihr, wie die einzelnen Vorfächer gebaut werden. Das Vorfachmaterial, auf was ich da vertraue, ist das Mr. Pi Camo Leader mit einer Tragkraft von 14 Kilo. Das ist ein ganz weiches, ummanteltes Stahlvorfach. Hat ganz super Eigenschaften, hält bombenfest. Und der Clou dabei, die passenden Quetschhülsen findet ihr in der Verpackung gleich mit drin. Und für die Angler, die sagen, boah, so das selber Bauen von Vorfächern, das ist schon immer ein Gefriemel, dann passt nicht optimal der Abstand auf meine Köder, die ich verwenden will, haben wir eine ganz tolle Lösung. Und zwar unsere Mr. Pike Fertigvorfächer. Hier haben wir für jede Situation, für jeden Ködertyp euch ein perfektes Vorfach zusammengestellt. Ihr müsst nur die Verpackung aufreißen, könnt es direkt einsetzen. Auch diese Vorfächer hier sind mit dem Mr. Pi Camo Leader, mit dem Superstahl gebaut worden. Es sind super Drillinge dran. Alles in Handarbeit für euch zusammengestellt, damit, wenn der große Hecht beißt, auf jeden Fall nichts schief geht. Und diese Vorfächer setzen wir aktuell jetzt auch ein. Denn es gibt keinen besseren Test für so ein Produkt, als jetzt im Winter damit große Hechte zu fangen. Mit der Vorfachlänge von 60 cm seid ihr optimal ausgestattet, habt einen schönen Abstand von eurem Köder zum Blei. Eine ganz tolle Sache. Und wir reißen jetzt mal hier eins auf, wollen wir ja auch gleich einsetzen. Wir nehmen jetzt diesmal das Bottom Rig Vorfach. Das ist der Makrelenschwanz abgebildet, auch für die Angler, die sich ein bisschen unsicher sind, wo denn die Haken hinkommen, findet ihr auf der Verpackung hier genau anhand der Bebilderung, wo ihr eure Haken später im Fischfetzen reinsetzen müsst. So, da kommt das gute Stück schon raus. Und euer Vorfach wird jetzt einfach an eurem Schnellwechselwirbel eingehangen, rübergedreht und schon habt ihr eine perfekte und ganz sichere Verbindung. Unser Setup ist jetzt einsatzbereit. Jetzt kommen wir zur Köderfrage. Die Köder sind wahrscheinlich das Wichtigste beim Deadbaiten, denn was nützt euch eine perfekte Montage, wenn der Hecht den Köder später nicht ins Maul nimmt? Ich habe immer da ein buntes Sammelsorium dabei. Hier zum Beispiel, ich zeige es euch mal, Makrelen, die sind schon zerschnitten. Köpfe, Schwanzstücke, ein paar Brocken zum Anfüttern am Futterplatz, also Salzwasserköder, das sind Köder, die haben eine ganz enorme Duftentwicklung unter Wasser. Dann ein gutes Sammelsorium an Süßwasserködern, an Rotaugen, an Weißfischen, alles in unterschiedlichen Größen. Und da können wir dann einfach testen, auf was die Fische mehr stehen. Eine Rute setze ich dann mit einem Makrelenfetzen ein, eine mit einem Rotauge. Und dann merkt ihr relativ schnell, wo die Bisse drauf kommen. Da auf diese Köderart solltet ihr euch dann auch konzentrieren. Hier ist noch eine ganze Makrele am Stück. Die könnt ihr entweder zerteilen oder wer richtig Eier hat, richtig Mut hat, kann man, denke ich, auch im Winter so ein ganzes Teil hier dran hängen. Jetzt zeige ich euch noch, wie man den Fetzen anködern. Ich habe jetzt hier zwei Möglichkeiten, einmal ein Makrelenschwanz und einmal ein Rotauge. Der Makrelenschwanz wird so angeködert, dass das offene, abgeschnittene Stück am Vorfachende ist. Das bedeutet, ihr setzt den ersten Haken auf eurem Vorfach oben in die Schwanzwurzel rein und den zweiten Haken, den letzten Haken auf dem Vorfach, unten in den Fetzen. Der Hecht frisst in den meisten Fällen den Fetzen von vorne, weil hier auch der meiste Duft rauskommt. Der hintere Haken in der Schwanzwurzel ist ganz wichtig, dass dieser richtig fest hier in der Wurzel im Fleisch drin sitzt, denn dieser Haken hält euren Fischfetzen beim Wurf. Also wenn ihr ausholt und richtig durchzieht, der ganze Druck, das ganze Gewicht des Fischfetzens hängt hier hinten in diesem Stück. Und da muss dieser Haken auch richtig vernünftig gesetzt sein.
Wenn ihr einen ganzen Köderfisch einsetzen möchtet, ist es wichtig, dass der erste Haken von eurem Vorfach immer im Kopfbereich gesetzt wird. Der Hecht frisst einen Köder immer mit dem Kopf zuerst. Den setze ich hier hinter dem Auge. Und den zweiten Haken hinten auch wieder an der Schwanzwurzel. Mittig. Wird er durchgestochen, da auch hier der Köder beim Auswerfen von diesem Haken nur gehalten wird und schön sicher hängen soll. Es bringt ja nichts, wenn ihr durchzieht und der Köderfisch fliegt woanders hin als euer Vorfach. Und jetzt seid ihr schon ready to rock, fertig, um große Winterhechte jagen zu können. Wir sind am Einpacken, jetzt geht's heim auf die Couch, an warmen Ofen. Den haben wir uns auch wirklich verdient. Wir haben in den letzten 4 Tagen hier wirklich eine fantastische, man kann sogar behaupten, sensationelle Winterhechtfischerei erlebt. In den letzten Jahren haben wir viel kämpfen müssen, es war nicht immer so erfolgreich. Es kamen zwar immer wieder große Fische, aber dieses Jahr, ja, das Glück mit dem Tüchtigen, ne? Wahnsinn. Wir hatten jetzt insgesamt 9 Fische. 7 Fische über 1 Meter Länge, der größte Fisch 1,19 Meter, gefolgt von 1,15 Meter, 1,11 Meter, 1,10 Meter und dann ging es dahin. Absoluter Wahnsinn. Wir sind mega happy über dieses Ergebnis und ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie doch erfolgreich das Angeln mit Fischfetzen im Winter auf die richtig großen Hechte ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, wenn ihr es auch mal versuchen solltet. Haltet durch in der Kälte draußen und euch allen einen schönen und erfolgreichen Start in die Angelsaison 2019.